Moin, moin und herzlich willkommen zum Lesemonat Mai 2018. Zunächst wie immer die Statistik. Ich habe 4 Bücher beendet, 2 begonnen und das macht 1730 Seiten im Monat und somit, ich kann meine Schrift nicht lesen, 55 oder 56 Seiten pro Tag. Gehört bzw. abgeschlossen habe ich ein Hörbuch und ein weiteres habe ich begonnen. Gehörte Zeit macht es im Monat 15 Stunden und 23 Minuten. Und Neuzugänge hatte ich 3 und mein Sub ist gesunken auf die Zahl 19, was mich ja sehr, sehr freut, dass es unter die 20-Grenze gekommen ist. War ich ja letztes Jahr ungefähr zur gleichen Zeit ähnlich. Das war aber nur ganz kurz und dann ist es wieder leider nach oben geschossen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht der Fall ist, obwohl ich jetzt in nächster Zeit doch ein paar Neuzugänge wieder bekommen werde. Dennoch bin ich guter Dinge und freue mich, dass es wieder gesunken ist. Und ja, mit meinen gelesenen Büchern und den Seitenanzahlen bin ich auch total zufrieden. Ich habe ein bisschen weniger gehört diesen Monat. Zu Anfang noch sehr, sehr viel und jetzt wurde es immer weniger. Da erzähle ich euch dann aber auch noch mal ein bisschen was von wieso und weshalb. So, wir fangen jetzt auch chronologisch an, wie ich die Bücher gelesen habe. Zunächst habe ich die letzten 170 Seiten von diesem Jugendbuch hier beendet. Und zwar über den wilden Fluss von Philip Pullman. Es ist ja das Prequel bzw. die Vorgeschichte zum Goldenen Kompass, zur Trilogie His Dark Materials, einer meiner Lieblingsreihen. Und natürlich musste ich denn zu dieser Vorgeschichte greifen und war sehr, sehr gespannt, was da Neues herausgeholt werden konnte. Es war ein sehr, sehr schönes, abenteuerliches Jugendbuch, was uns wieder in die Welt von Lyra eingeführt hat. Diesmal war Lyra natürlich aber nicht unsere Protagonistin, denn es spielt, weiß ich nicht, so knappe, würde ich jetzt mal 10 Jahre vorher. Und zwar ist Malcolm unser Protagonist. Malcolm ist 11 Jahre alt und wohnt mit seinen Eltern in einem Gasthaus am Fluss und gegenüber ist ein Kloster und dort hilft er immer wieder aus, macht irgendwelche Hausarbeiten oder hilft in der Küche und er ist ein sehr, sehr neugieriger Junge und fragt die Nonnen dort auch immer wieder aus und ja, zu allen möglichen Themen. Ja, und irgendwann taucht in diesem Kloster ein Baby auf, was dort Schutz braucht und scheinbar sind aber irgendwelche Leute hinter diesem Baby, was sich nachher als Lyra herausstellt, ist aber kein Spoiler, hinter diesem Baby her und Malcolm ist sofort schockverliebt in dieses Baby und fühlt sich irgendwie als großer Bruder, als Beschützer. Und er findet halt seltsame Nachrichten und kommt mit irgendeiner Organisation in Verbindung, in Kontakt und ja, deckt da so ein paar Geheimnisse auf. Und später geht es halt, wie es der Titel schon sagt, über den wilden Fluss. Und es geht auch um eine tolle Freundschaftsgeschichte, das hat mir sehr gut gefallen, besonders auch der Malcolm. Als Protagonist hat mir sehr gut gefallen, wie er so aufgeschlossen ist und neugierig und diese Freundschaft, die hier entsteht. Und es keimt eventuell eine kleine Liebesgeschichte auf, aber so weit kommt es eigentlich gar nicht. Diese Freundschaftsgeschichte steht einfach im Vordergrund. Ich habe mich gefreut, wieder in diese Welt einzutauchen, aber es kommt einfach bei weitem nicht an die Trilogie heran. Es ist ein schönes Jugendbuch, ein schönes Kinderbuch ab 12 Jahren, was ab der Hälfte auch abenteuerlich wird. Ich finde, die erste Hälfte war manchmal ein bisschen zu zögerlich, das hätte gerne ein bisschen schneller in die Potte kommen können und einfach diese Hintergrundgeschichte und dieser Gehalt von dem Goldenen Kompass, da kommt es einfach nicht ran, weder emotional noch inhaltlich. Trotzdem ein schönes Jugendbuch. Ich habe aber nicht ganz
ja, den Sinn gesehen, warum es jetzt unbedingt eine Vorgeschichte sein musste und warum Philipp Pullman sich nicht lieber noch wieder ein anderes ja, Jugendbuch, ein anderes Thema gewidmet hat. Es soll ja aber noch ein weiteres von ihm rauskommen. Diesmal ist es dann eher ein Sequel. Also spielt dann, glaube ich, 20 Jahre nach dem Goldenen Kompass. Und auch das werde ich natürlich lesen. Und ich bin jetzt ja auch nicht sehr, sehr enttäuscht davon. Ich wusste eigentlich im Grunde vorher, dass es nicht an den Goldenen Kompass rankommen wird. Und natürlich werde ich dann auch das Sequel lesen und bin gespannt, ob da mehr dabei rumkommt. Wenn ihr das genauer wissen wollt, dann schaut gerne in meine Rezension dazu rein. Verlinke ich euch natürlich wie immer in der Infobox. Als nächstes habe ich ein High Fantasy Buch gelesen und zudem auch noch über Drachen. Der Sommerdrache, die ewigen Gezeiten, Band 1 von Todd Lockwood war es nämlich. Ja, und ich habe ja auch schon von diesem Cover geschwärmt in der Rezension und es war ein wirklich ganz, ganz tolles Drachen-High-Fantasy-Buch. Hier treffen wir auf Maya, die von klein auf mit Drachen aufwächst, denn sie lebt in einem Eyrie, ja, in einer Brutstätte für Drachen. Ihr Vater ist halt der Brutmeister und züchtet Drachen und sie hilft immer tatkräftig mit, genauso wie ihre Geschwister, wie ihr Bruder. Und in diesem Jahr hofft sie darauf, dass sie ihren eigenen Drachen bekommt, ihren eigenen Drachenverbündeten, denn Drachen und Menschen können sich miteinander verbinden. Doch leider kommt es ganz anders, denn das Land ist im Krieg und jedes Jahr werden halt Jungdrachen abgefordert von diesen Brutstätten und ja, das Militär nimmt alle Jungdrachen mit. Und zusätzlich bekommt Maya den Sommerdrachen zu Gesicht. Der Sommerdrache ist ein, ja, so eine Art Gottheit, ein spirituelles Wesen, was halt ein Wechsel, ein Wandel irgendwie mit sich bringt. Und alle versuchen dieses Wesen zu deuten und versuchen zu deuten, warum gerade Maya dieses Wesen zu Gesicht bekommen hat. Einige deuten das negativ, andere positiv und sie gerät nun ins Visier. Und ja, ist halt die Frage, ob sie doch noch irgendwie zu ihrem Drachenbaby kommt, zu ihrem Drachenverbündeten und wie das halt alles so weitergeht. Das müsst ihr selbst lesen natürlich und ein bisschen mehr erzähle ich, was heißt ein bisschen mehr? Also ich erzähle einiges mehr in der Rezension zu diesem Buch. Da war ich sehr, sehr ausführlich, weil ich finde, zu High Fantasy kann man immer sehr, sehr viel sagen, zu dem Worldbuilding und zu gewissen Magiesystemen, wenn dann Magie vorherrscht oder zu der Drachengestaltung, zu der Charakterausbildung. Und was mir hier besonders gefallen hat, war eigentlich das Setting, der Schauplatz dieses Aries hier, dieser Brutstätte oben auf dem Berg. Ich war ja erst ein bisschen enttäuscht, dass es nicht ganz so mit dem Abenteuer gleich losging, beziehungsweise war etwas verwundert. Aber als ich das überstanden hatte, diese Verwunderung, habe ich es einfach genossen, ja, diesen Alltag zu erleben auf diesem Eyrie und die Traditionen und Bräuche mitzuerleben, wie diese Menschen halt die Drachen verehren und als Verbündete schätzen. Dann die Drachen selbst natürlich. Teilweise sehr toll dargestellt. Ich hatte so einige Kritikpunkte, die werde ich denn in der Rez oder die habe ich in der Rezension angesprochen. Aber letztendlich war ich sehr, sehr begeistert und freue mich auf den nächsten Band, wo denn auch das Abenteuer denn auch richtig losgeht. Jedenfalls war es dann so am Ende so richtig Aufbruchsstimmung und bin gespannt, wie es mit Maya und ihren Drachen denn weitergeht. Ja, will ich jetzt mal so stehen lassen, bevor ich mich noch weiter hineinrede. Ja, wieder ein ganz anderes Genre diesmal. Und ich weiß gar nicht, habe ich euch das schon gezeigt? Muss ich ja im Neuzugänge-Video. Und zwar ist das der 13. Stuhl von Dave Shelton aus dem Königskinder Verlag. Der Königskinder Verlag wird ja leider geschlossen oder wie man das auch immer sagen möchte, der hört auf.
Und da habe ich mit meiner Kollegin drüber gesprochen und sie meinte mir, jetzt müssen wir uns auch eigentlich nochmal Königskinder-Bücher holen, bevor die irgendwie aus dem Sortiment rausgehen, vergriffen sind oder wie auch immer. Und dieses Buch hatte ich halt schon immer im Auge vom Königskinder Verlag. Sticht, finde ich, auch ein bisschen raus aus den anderen, die halt oft sehr, sehr entweder blumige Cover haben, so ein bisschen Liebesgeschichte, dramamäßig, aber das ist dann doch explizit gruselig. Und hierbei handelt es sich halt auch um eine Kurzgeschichten-Anthologie, im Grunde, ja, Gruselgeschichten, aber es hat halt auch diese Rahmenhandlung und genau die hat mich so angesprochen, weil ich jetzt ja nicht unbedingt der Kurzgeschichten-Fan bin. Ab und zu geht es mal, aber ich finde es toll, wenn die Kurzgeschichten irgendwie miteinander verwoben sind und am besten noch in eine Rahmenhandlung gepackt sind, so ähnlich wie bei den Schauergeschichten von Chris Priestley. Und da habe ich gehofft, dass es so ein bisschen in die Richtung geht. Hier ist es halt, dass wir einen jungen Jack, genau Jack, begleiten, der in einem Haus ist, in einem Raum und ist völlig düster in diesem Raum, nur mit vereinzelten Kerzen beleuchtet. Und ja, in diesem Raum sitzen Personen an einem Tisch, um einen Tisch herum und vor jeder Person brennt eine Kerze. Und die werden halt gespenstisch angeleuchtet und nur ein Stuhl ist halt leer und dieser ist für Jack bestimmt. Und nun fangen diese Leute reihum an, Gruselgeschichten zu erzählen und Jack ist klar, ganz zum Schluss, oder ja, so ist es halt, erst zum Schluss dran, muss er eine Geschichte erzählen und er rätselt halt, was soll das Ganze und warum sind diese Geschichten so besonders und was soll er denn erzählen? Er denkt sich immer, was soll ich jetzt am Ende erzählen? Und irgendwann ist ihm klar, was er erzählen muss. Ja, und das hat für mich so einen Reiz ausgesprochen, dann mitzurätseln, was diese Geschichten nun miteinander verbindet. Es ist auch wirklich toll aufgemacht. Jedes Mal sind die Kapitel bzw. die Geschichten immer so abgespalten. Und ich muss auch sagen, natürlich ist es in so einer Kurzgeschichtensammlung immer das Gleiche, dass einige Geschichten mehr zu sagen, andere weniger. Was aber dem Autor Dave Shelton echt gut gelungen ist, weil es ist ja nur mal ein Autor und nicht mehrere, die diese Geschichten geschrieben haben, aber die Geschichten werden ja von verschiedenen Personen in der Geschichte erzählt. Und es ist ihm echt unglaublich gut gelungen, verschiedene Erzählstile hier zu kreieren. Jeder hatte irgendwie so seinen besonderen Erzählstil. Es gab sogar einen, der nicht in seiner Muttersprache erzählt hat und das hat er komplett gnadenlos durchgezogen in verdrehtem irgendwie ja verdrehten Satzbau und trotzdem kam irgendwie die Geschichte rüber. Das fand ich klasse. Manche hatten kurze Sätze, manche waren behäbig, andere plapperten und sind dann von einem Höckchen zu Stöckchen gekommen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und es gab wirklich, ja, von modern bis märchenhaft gab es irgendwie alles in diesem Buch drin. Und wie gesagt, einige haben mir mehr, andere weniger gefallen. Aber wo ich eigentlich am meisten gespannt drauf war, auf diese Rahmengeschichte und wie das alles zusammenhängt, das hat mich leider enttäuscht. Also es gab immer zwischen den Kurzgeschichten, so ein kleines Intermezzo, wo wir dann wieder in diesem Raum waren und wo ein paar Leute dann so ihr Senf dazu gegeben haben, wie sie die Geschichte fanden und haben dann halt nochmal Jack begleitet. Aber das war jedes Mal das Gleiche und hat leider nichts Neues dazu beigetragen, irgendwie mitzurätseln. Und das fand ich sehr, sehr schade. Auch das Ende war für mich jetzt kein großer Knaller. Ja, es war okay. Also ich fand den Anfang und das Ende waren okay, aber dieses Intermezzo dazwischen, das hätte man fast auch schon weglassen können. Das fand ich sehr, sehr schade, dass es da nicht noch ein bisschen mehr Inhalt gekommen sind, mehr Rätsel und mehr Spannung. Gerade das hatte mich ja so interessiert. Deswegen hat dieses Buch nur 3 Sterne bekommen, weil ich aber diese verschiedenen Erzählstile und weil mir die Geschichten teilweise auch gut gefallen haben, hat es halt immerhin noch 3 Sterne bekommen.
Der Sommerdrache hat übrigens 4 Sterne erhalten und über den wilden Fluss hatte ich ja gesagt 3 Sterne, ne? Gut, das vergesse ich ja leider öfter mal mit den Sternen, aber finde ich auch nicht so ultra wichtig. So, jetzt kommen wir zu einem Buch, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Das habe ich mir nämlich im Mai gekauft, gehört also mit zu einem der Neuzugänge. Da werde ich natürlich wieder extra ein Video zu drehen. Aber jetzt habe ich es halt sofort gelesen gehabt. Und zwar ist das Five Nights at Freddy's, The Freddy Files, The Official Guidebook to the Best-Selling Video Game Series. Ja, es ist auf Englisch und normalerweise lese ich nicht auf Englisch, weil ja, ich nicht der beste Englischversteher, Kenner, Leser bin. Aber diesen Guide, den gab es halt nur auf Englisch und das hat mich so angesprochen, dachte, ach, dieses Kurze, das kannst du dann halt auch mal auf Englisch lesen. Und ja, da habe ich euch ja schon mal zu etwas erzählt. Und zwar ist Five Nights at Freddy's ein Point-and-Click-Grusel-Videospiel, wo man halt einen Nachtwächter spielt in einer Pizzeria nachts. Und dort gibt es halt so Animatronics, so Maskottchen, die halt elektronisch sind und die nachts zum Leben erwachen. Und da gibt es halt mittlerweile 6, 7 Teile. Und dazu ist jetzt halt auch eine Serie, eine Buchserie erschienen. Die ersten 3 Teile sind auf Englisch erschienen, die ersten oder das erste ist auf Deutsch und der zweite kommt jetzt in diesem Monat, im Juni. Und ja, und dann habe ich halt den ersten Teil gelesen gehabt und der hat mir auch wirklich gut gefallen. Es war richtig schön gruselig, weil diese Games sind halt relativ simpel aufgebaut und irgendwann dann vielleicht auch nicht mehr so gruselig. Aber das Gruselige daran ist einfach die Hintergrundstory. Und da gibt es so viele Theorien zu. Unglaublich, was da alles zutage gekommen ist von den ganzen Gamern. Und es wird förmlich überschwemmt. YouTube wird förmlich überschwemmt von diesen Theorie-Videos. Und ja, ich selber habe auch ganz, ganz viel dazu geguckt. Und deswegen hat mich halt dieses Buch hier so interessiert, weil da werden natürlich einmal so ein bisschen die Games, was man so, wie man spielt und Easter Eggs werden aufgeklärt und ein paar Tricks zum Spiel, aber halt auch die Fantheorien und halt nochmal was zur Story und so ein bisschen zur Übersicht. Und weil es halt so komplex ist, die Story, und irgendwie steigt man da noch nicht so richtig durch. Und wie gesagt, es sind halt hauptsächlich Theorien und es wird nicht ganz aufgeklärt. Also der Spieleentwickler, der klärt das immer nicht so ganz auf, was nun richtig und was nun richtig oder was falsch ist. Er möchte das natürlich gerne, dass weiterhin einfach diese Theorien aufploppen und man darüber spricht. Deswegen hat mich halt einfach dieser Guide interessiert und der ist auch wirklich cool gestaltet und ja, das Englisch war okay. Ich habe mich dann halt immer hingesetzt, habe mir das laut vorgelesen und habe mir dann ein Dictionary aufgerufen hier am Handy und habe dann immer mal nachgeschlagen, falls mir ein Wort fehlte und war auch richtig spannend und ich habe damit so viel Freude gehabt, dass ich dann immer, also hier sind die Spiele 1 bis 6, glaube ich, drin. Nee, 1 bis 5 und im 6. Kapitel geht es nochmal über die Romanserie. Und da habe ich tatsächlich dann immer ein Kapitel gelesen und dann habe ich das Let's Play nochmal geguckt und habe tatsächlich nochmal alle Let's Plays zu Five Nights at Freddy's angeguckt. Das letzte kannte ich sogar noch gar nicht. Ja. Hatte ich meine große Freude mit und jetzt habe ich dazu sehr, sehr viel gelabert, aber ich finde das Game einfach geil und es ärgert mich aber, dass die Story immer nicht richtig aufgeklärt wird. Es gibt so viele Theorien, aber es macht immer keinen Sinn, dass es nicht mal irgendwann Scott Corson sagt, ja, okay, ich erkläre euch jetzt mal, wie ich das mir alles gedacht habe. Und ich hoffe halt, dass es in den Romanserien so ein bisschen der Fall ist, aber scheinbar geht das vielleicht auch noch in eine andere Richtung und sind das vielleicht zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir werden sehen, wie das in Teil 2 weitergeht bei Five Nights at Freddy's. Genau, das waren schon die Bücher, die ich alle beendet habe. Dann habe ich, wie gesagt, ja auch noch 2 Bücher
begonnen. Zu denen möchte ich jetzt aber nicht so viel sagen, weil die habe ich halt jetzt im Juni beendet und werde dann halt im Lesemonat Juni dazu was sagen. Zum einen ging eine Leserunde los mit Thorsten von Toto liest und mit der lieben Kati von Kai van T. Und zwar haben wir die Bibliothek der Schatten von Mikkel Birkegaard gelesen. Ist, glaube ich, ein Däne, wenn ich mich richtig entsinne. Jedenfalls skandinavisch. Und ja, da hatten wir uns schon drauf gefreut. Ist ein Buch über Bücher, ein bisschen magisch angehaucht. Und da hatten wir uns sehr drauf gefreut. Ja. Nein, ich werde dazu jetzt einfach nicht mehr sagen, nur dass ich leider oder dass wir alle drei leider enttäuscht waren, obwohl es wunderbar anfing. Mehr dazu aber im nächsten Lesemonat. Und dann habe ich euch ja erzählt, dass ich Über den wilden Fluss von Philip Pullman gelesen habe. Und das hat mir so viel Lust wieder auf die Reihe gemacht, dass ich dachte, wenn ihr jetzt die Vorgeschichte gelesen habt, dann liest doch gleich hinterher die Trilogie. Weil ja, ich habe einfach so Bock drauf gehabt und dachte, vielleicht entdeckst du einige Anspielungen gar nicht, weil du vielleicht ein paar Sachen vergessen hast. Ich meine, ich habe die Reihe schon öfter gelesen, aber nicht so oft. Und es wurde eigentlich mal wieder Zeit. Und ich habe halt einfach so viel Lust gehabt nach der Lektüre und habe mir dann tatsächlich Der goldene Kompass von Philip Pullman gegriffen. Und habe dann halt jetzt im Mai damit begonnen. Im Juni habe ich es jetzt mittlerweile auch beendet. Und es war wieder großartig. Auch hierzu werde ich meine Leseeindrücke, was mir so aufgefallen ist beim wiederholten Male, denn im nächsten Monat, im Lesemonat Juni erzählen. Ja, das waren alle gelesenen Bücher. Nun zu den Hörbüchern. Ich habe beendet Ich und die anderen von Matt Ruff, da hatte ich halt mir das Hörbuch runtergeladen und habe es gehört. Da habe ich im letzten Lesemonat ja schon ziemlich viel dazu gesagt, obwohl ich noch gar nicht richtig, ja doch, da war ich schon fertig, glaube ich, aber wollte eigentlich gar nicht so viel dazu erzählen. Das hat mir unglaublich gut gefallen und hat 4,5 oder sogar 5 Sterne von mir erhalten. Gelesen wurde es von Jens, ich kann es immer nicht aussprechen, Wawrczeck. Jedenfalls ist das der Sprecher von Peter von den drei Fragezeichen. Und das hat hier so super gepasst. Hier spielt die Hauptrolle ein junger Mann, der halt multiple Persönlichkeiten hat. Und damit klarkommt, indem er in seinem Kopf halt sich ein Haus vorstellt und in diesem Haus wohnen halt alle diese Personen und jeder hat ein Zimmer und immer wenn die Personen vorne auf der Kanzel stehen, vorne auf dem Balkon, dann können sie halt mit erleben, was draußen so abgeht. Und jeder halt bekommt seine Körperzeit. Also es ist alles sehr, sehr strukturiert, damit er durchs Leben irgendwie kommt. Jeder möchte mal Körperzeit, jeder möchte mal duschen von diesen verschiedenen Persönlichkeiten. Also er hat das irgendwie in seinen Griff bekommen, obwohl er natürlich immer noch ein Sonderling ist und immer noch sehr zu leiden hat an seiner Vergangenheit, die sehr ja, einschlaggebend war und warum er überhaupt multiple geworden ist. Und er selber ist halt, weiß das alles gar nicht so genau durch Verdrängung. Aber ja, da wissen dann halt andere Personen in seinem Kopf mehr darüber und man erfährt nach und nach immer mehr aus der Vergangenheit. Jedenfalls bekommt er einen neuen Job und bei diesem Job lernt er zwei Frauen kennen. Zunächst einmal seine Chefin, in die er sich so ein bisschen verguckt. Und dann noch ein weiteres Mädel, und zwar Penny. Und Penny ist auch multiple, aber sie weiß es nicht. Sie weiß es nicht, sie kommt aber überhaupt nicht in ihrem Leben klar. Sie hat immer wieder Blackouts, wacht irgendwo in fremden Betten fremder Männer auf und ja, weiß gar nicht, was los ist, verliert dauernd ihren Job und hat kein Geld. Und also es ist
Ja, sie weiß nicht so richtig, was los ist, aber die Chefin von Andrew, genau Andrew, unserem jungen Mann, die merkt das und meint, Mensch, Andrew, kannst du ihr nicht helfen? Und er ist überhaupt nicht davon begeistert, weil eigentlich braucht sie ärztliche Hilfe. Aber irgendwann kommen die beiden sich doch näher und sie sträubt sich gegen diese Möglichkeit, dass sie halt multiple ist und ja. Findet es eigentlich absurd, aber irgendwann hat er einfach zu viele Beweise und er versucht ihr das so ein bisschen beizubringen, ja, wie man so seine Ordnung im Leben wieder zurechtrückt. Aber die, ja, die Wurzel des Üblen steckt halt in der Vergangenheit der beiden und dadurch durch Pennys Schicksal kommt auch seine Vergangenheit wieder hoch und man merkt, dass er noch nicht ganz damit abgeschlossen hat mit der Vergangenheit, weil er halt auch gar nicht so viel Bescheid weiß darüber. Und wir erfahren halt, dass beide in ihrer Kindheit von ihren Eltern misshandelt worden sind und beide auf eine ganz, ja, andere Art und Weise. Aber deswegen ist dieses Buch einmal natürlich sehr, sehr lustig und sehr, sehr skurril durch diese multiplen Persönlichkeiten, andererseits aber auch total mitnehmend und emotional aufwühlend und man ist einfach sauer und glaubt gar nicht, was da alles zutage kommt. Man weiß das selber gar nicht am Anfang und irgendwann kommt da was raus und ja, man ist zu Tränen gerührt, man kann lachen dabei und man kann wütend sein. Es wird nachher sogar noch sehr, sehr spannend, also so ne, sogar noch so ein bisschen Roadtrip-mäßig, ein Fahrt in die Vergangenheit. Also man glaubt es nicht. Und vor allem habe ich gar nicht gewusst, dass Kinder auch auf solche Art und Weise so psychisch misshandelt werden können, dass Eltern, einige Eltern oder diese ganz explizit halt Freude daran haben, ihre Kinder so zu foltern. Ja, wenn ihr das gelesen habt, dann wisst ihr vielleicht, was ich meine. Natürlich geht es einmal körperlich, was ja auch unglaublich schrecklich ist, aber auch so Psychospiele zu spielen, also dieses Spielchen zu spielen, ist, also das hat mir wirklich den letzten Nerv geraubt und deswegen fand ich dieses Buch auch einfach so genial. Was ich hier halt auch besonders genial fand, dass es der Sprecher geschafft hat, bei so vielen Persönlichkeiten, die die beiden Protagonisten halt haben, es zu schaffen, jeder Persönlichkeit eine andere Stimmlage zu geben, eine andere Stimme, sodass der Hörer es irgendwann raus hat und tatsächlich ohne dass gesagt wird, der und der sagte, wer gerade draußen ist, welche Persönlichkeit zu hören, um welche Persönlichkeit es sich handelt. Und dabei kommen natürlich die skurrilsten Szenarien hervor, wenn jene Persönlichkeit mit jener Persönlichkeit von der anderen Person spricht. Da kommen wirklich die tollsten und lustigsten Dialoge hervor. Das hat mir eigentlich wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und auch das Ende war nochmal echt krass und was da alles zutage gekommen ist. Wie gesagt, da habe ich bei dem habe ich einfach nur auf eine skurrile, lustige Geschichte mitgerechnet, aber das, was ich dann bekommen habe, war um einiges mehr. Ja, wo bin ich? Ach ja, genau. Dann habe ich ein weiteres Hörbuch begonnen, und zwar Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafón. Und zwar habe ich in der Mängelexemplarkiste auf der Arbeit den zweiten Teil seiner Reihe gefunden und habe den dann gekauft, aber obwohl man die ja wohl separat lesen kann, für sich stehend sind, hängen sie aber irgendwie lose doch zusammen und ich bin ja so ein Monk und ich möchte dann doch in der Reihenfolge lesen und deswegen, okay, dann fange ich mit Schatten des Windes an, hatte ich es aber nicht zu Hause, nicht in Buchform, ich hatte aber noch ein Guthaben bei Audible und habe mir deswegen dann das Hörbuch runtergeladen und habe dann so ein bisschen gehört, ja, aber dazu, da bin ich halt jetzt auch noch nicht fertig. Möchte ich auch noch nichts sagen eigentlich. Nee, dazu werde ich jetzt noch nichts sagen. Das würde jetzt vielleicht dann mein Fazit verfälschen, weil ich einfach noch nicht genau weiß, wie es jetzt endet. Also ein Drittel liegt auf jeden Fall noch vor mir.
Und ja, Näheres dann im nächsten Lesemonat. Dann möchte ich noch erwähnen, dass ich zwei Filme geguckt habe. Normalerweise mache ich das ja nicht immer mit den Filmen, aber diesmal waren es halt zwei Buchverfilmungen. Zum einen, wenn du stirbst, zieht dein Leben an dir vorbei, heißt das, glaube ich. Das ist ein Jugendbuch. Da habe ich das Buch nicht gelesen, habe aber gesehen, dass es bei Amazon Prime gerade umsonst zu gucken ist und dachte, ach, da schaue ich es jetzt mal an, weil ich das interessant fand. Es ist halt ein Mädel, das stirbt, einen Autounfall hat mit ihren Freundinnen nach einer Party und danach hat sie halt, erlebt sie halt jeden Tag den gleichen Tag nochmal. Also täglich grüßt das Murmeltier, lässt grüßen und sie versucht halt einiges zu ändern in diesen Tagen und versucht erstmal herauszukriegen, warum und weshalb und kann es erst überhaupt nicht glauben, dass der gleiche Tag nochmal und immer, immer wieder abläuft. Und natürlich erfährt man dann immer mehr von den Personen in ihrer Umgebung und sie lernt halt so ein bisschen mehr auf ihre Umgebung einzugehen und überlegt halt, wer bin ich eigentlich und möchte ich so sein und ja, was sind meine Freundinnen und wofür stehen die? Und ja, war eine schöne Geschichte, aber mir hat das Ende überhaupt nicht gefallen. Ich verstehe, was gemeint ist, aber ich sehe nicht, dass die Ausgabe, so die, diese Aussage gut ist. Also ich hätte es anders gelöst. Kann aber nicht sagen, was ich anders gelöst hätte, denn dann würde ich jetzt hier heftig spoilern. Ja, und dann habe ich noch eine weitere Buchverfilmung gesehen, und zwar die Verfilmung zu 7 Minuten nach Mitternacht. Das Buch habe ich bereits gelesen und das hat mich so emotional aufgewühlt, da habe ich im Grunde nur geflennt. Und hier geht es um einen Jungen, dessen Mutter krank ist und sie siecht immer nur dahin, aber sie, die beiden haben eine unglaublich tolle Bindung zueinander und er möchte sie natürlich nicht verlieren. Dann lernen wir so ein bisschen von seinem Alltag kennen, dass er von vielen Jungs gemobbt wird und jede Nacht hat er halt einen ganz bestimmten Albtraum, der sich immer wiederholt und nach diesem Albtraum wird er immer besucht von einem Monster und zwar immer 7 Minuten nach Mitternacht und der Baum, dieses Wesen, halb Baum, halb Monster, erzählt ihm halt immer eine Geschichte. Und zum Schluss soll halt er eine Geschichte, also der Junge eine Geschichte erzählen und soll die Wahrheit sagen über sich. Und was das genau ist, das hat mir die Schuhe ausgezogen. Und da war ich einfach, ja, blank mit den Nerven auch. Und der Film hat das genau getroffen. Es war zum einen so fantasievoll gemacht, wie die Geschichten erzählt wurden und auch wie der Baum da, natürlich ist es so ein bisschen düster und gruselig und dann mit dieser verwoben, mit dieser Krankheitsgeschichte, mit seiner Mutter und ja, also sehr, sehr künstlerisch gemacht, der Film, wie auch das Buch. Hat mir unglaublich gut gefallen, die Schauspieler waren toll und das Ende war, ja. Da war ich dann wieder nur aufgelöst in Tränen. Ich habe das, den Film wollte ich eigentlich schon im Kino sehen, aber irgendwie muss ich dafür in Stimmung sein für so einen Film. Und ich weiß, dass ja, ich einfach bei sowas sehr, sehr empfänglich bin. Und ich kannte ja schon die Thematik und schon das Buch, aber jetzt irgendwann habe ich mich dann da gesagt, so, jetzt guckst du das und es war auf jeden Fall kein Fehler. Eine tolle Buchverfilmung, wirklich. Ja, kann ich noch irgendwas sagen? Habe ich irgendwelche Serien geguckt, die man jetzt erwähnen kann? Habe ich sicherlich, ich habe ja viel Let's Plays, gucke ich auch. Dazu möchte ich auch gerne weiterhin, ist in Planung, ein Video dazu zu drehen, euch einige Let's Plays vorzustellen, die ich gerne gucke, weil auch da gibt es so viele tolle. Aber das ist in Planung und ist aber noch ein bisschen in ferner Zukunft. Jetzt bin ich aber durch mit meinem Lesemonat Mai. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so gelesen habt oder schreibt mir irgendwas, was euch zu den vorgestellten Büchern und Hörbüchern einfällt, in die Kommentare. Und ja, ihr kennt das Prozedere. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao, ciao.